Ich war der Meinung, dass ich die Angelegenheit überwinden könnte. Und die Juden auch ohne mich ihrem Schicksal nicht hätten entgehen können. Ich war innerlich nicht damit einverstanden. Ich muss eigentlich sagen, dass wir uns damals überhaupt keine Überlegungen gemacht haben. Da fand man, nachdem sich die Leute an das Blutbad gewöhnt hatten, genug Freiwillige. Stimmt, dass es einzelne Kompanieangehörige gegeben hat, die von einer Art Blutrausch erfasst waren. Wir mussten die Drecksarbeit machen. Was machen wir bloß? Männer, Frauen, Kinder, alles umgelegt. Liebe Heidi, mache dir keine Gedanken darüber. Es muss sein.